Ja, hallo, ich grüße euch heute zu einer kleinen Special-Folge von Project Hospital, der große Umbau der Ambulanz. Ja, ob ich es dann raushaue, weiß ich noch nicht, aber ich quatsch einfach mal so, als wenn ich es raushauen würde. Und wer sich jetzt wundert, wie der große Umbau und das mit 8.400 Dollar, ja doch, es geht. Wir werden nicht viel Geld ausgeben, wir haben ja hier die Materialien schon da. Die Ausstattung ist ja auch schon da, das Einzige, was wir verändern müssen, sind die... die Wände, die müssen wir halt ein bisschen versetzen. So. So, und wir fangen, also ich werde ihn wirklich groß machen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, aber ich mache eine Spezialfolge daraus, wenn ich es mache. Und dann geht das schon. Und zwar, also hier können wir ja nichts mehr machen, so weit. Ich fange mal mit dem Röntgen an. Den Röntgenraum, der soll demnächst dann hier oben sein. Jetzt bin ich noch am überlegen, wie ich das hier mit dem Traumazentrum und mit der Überwachungsstation mache. Ich habe erst überlegt, ob ich das dann hier hinlege, das Traumazentrum, und dann das Traumazentrum hier hinlege, die Überwachungsstation dahin. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Was wir aber vor allem zuerst machen, ist, wir bauen hier mal ein bisschen um. Ja, am Eingang. Das wird auch ein bisschen Geld kosten, weil ich die Wände hier versetzen muss. Aber es macht echt keinen Sinn, so wie ich das gestaltet habe. Es ist total blöd. Die sollen doch direkt hier durchgehen. Warum sollen die erst hier runter, um die Ecke und dann da hoch? Na, das sind so Kleinigkeiten, die machen irgendwie alle keinen Sinn, wenn man sich dann das Ganze mal so überlegt. Und damit fangen wir jetzt an. Na, Platz genug haben wir ja, um die Sachen erstmal hier in die Ecke zu stellen. Ja, die Futtergeschichte, das kann alles an die Seite. Auch hier, das kann alles weg. Das verkaufe ich gleich. Da werde ich auf jeden Fall ein paar ordentliche Stühle hinstellen und nicht mehr so ein Scheiß. Das kommt mir überhaupt nicht mehr in die Tüte. So, das kommt dahin. Der Raum selber kann an und für sich so bleiben. Jetzt kann ich den nicht wegstellen. Er lässt mich den Computer nicht wegstellen. Okay, also machen wir die Ambulanz und machen den Empfang weg. So. Müssen wir dann gleich wieder den... Ach, ich Blödmann. So, Empfang weg. Ja, er meckert jetzt rum, dass er keinen Job mehr hat. Beziehungsweise keinen Arbeitsplatz. Kennen wir ja alles schon. So, dann pass auf. Wir gehen dann jetzt hier rein. So. Und können jetzt hier das Inventar auch verschieben. So, dann müssen wir einmal die Wand hauen wir hier weg. Ersatzlos gestrichen. Dann haben wir hier eine Tür. Die kommt auch weg. Schade ist, dass man die nicht einfach so verschieben kann, aber in echt könnte man das ja auch nicht. Insofern ist das nur Realismus. Ja, wenn du halt dich vertust, dann vertust du dich eben und dann ist das so. So, den Eingang mache ich jetzt hier. Ja, dafür muss ich dann hier das eine Poster wegnehmen und ich packe das mal hier hin, das wird eben verkauft. So. Ja, weil das sieht sonst zu scheiße aus. Das sieht, also wenn da noch ein Poster hängt, also das sieht irgendwie blöd aus. Scheiße sagt man nicht, habe ich mir sagen lassen. Ach Gott, dann sagen wir sowas nicht, so ein böses Wort. Wir machen da aber Folgendes. Ja? Wir machen hier in Rot eine Pflanze davor. Guck mal. So, machen. Sieht doch auch ganz schick aus. So, dann haben wir hier unseren neuen Empfang. Unseren neuen alten Empfang. So, dann kommt hier der Empfang. Den müssen wir wieder erstmal kennzeichnen. Zack. So, da.
Empfang, ja, fehlende Ausstattung und Personal, ist nicht wahr. Sag nicht sowas. So, pass auf, dann kriegst du auch Ausstattung und Personal, wenn du das möchtest. Müssen wir den so weit nach hinten? Ja, wir müssen den so weit nach hinten haben. Ich möchte den so weit nach hinten haben. Ich stehe darauf, wenn er so weit nach hinten ist. Mhm. Finde ich total cool. Nein. Was soll da raus? Darum oder darum? Ist eigentlich vollkommen wurscht. Ne? So. Ach man. So. Dann einmal das. Und das. Unser Pflänzchen kommt natürlich auch hier wieder hin. Ist doch ganz klar. Eigentlich könnte man das ja auch hier so hinbauen. Ne? Hier so hinbauen. So, aber wir lassen das so. Ja, da fallen mir noch was, also ein paar Sachen ein, die ich in einem anderen Spiel habe. Da habe ich da so schöne Glassäulen drum gebaut und so. Das kommt vielleicht auch noch alles, aber vielleicht. Ja? So. Wieso kann ich das hier hinbauen? Das dürfte gar nicht gehen. Der müsste eigentlich knattern, wenn ich das da hinbaue. Tut er nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Er meckert nicht rum. So. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ne? Dann brauchen wir jetzt noch hier schöne, schicke, gemütliche Stühle. So, zwei Stück. Ne? Dann haben wir hier einen offenen Empfang. Ne? Also wir sitzen hier, sagen Hallo, bla bla, und dann gehen die hier direkt rüber, fertig. Und die Ambulanz fährt hier direkt durch. So. Ach, da ist noch jetzt ein Schild, das rummotzt. Du kannst doch hier nichts hinbauen. Ich hänge hier doch schon. Ja, dann hängst du da schon. Dann hänge ich dich einfach mal hier hin. So. Und dann kommen wir zum eigentlichen Umbau. Also das hier, das ist ja schnell gemacht. Das ist so erstmal nur, ne, einfach, weil ich gesagt habe, nee, geht so gar nicht. Ne? So. Das haben wir erstmal, hat auch, wie ihr seht, praktisch nichts gekostet. Wir mussten die eine Tür da bauen und die zwei Stühle hier, aber das ist jetzt nichts Dramatisches. So, jetzt müssen wir gucken, wie ich das hier gestalte. Eigentlich müssten wir auch hier die Räume etwas anders gestalten. Ja. Wir haben hier drei, den Bereich hier hinten brauchen wir ja im Grunde gar nicht. Ja. Deswegen würde ich Folgendes tun. Denn hier ist auch wirklich Ende. Na, da ist ja nichts. Wir haben jetzt hier, haben wir das so. Also, 1, 2, 3, bumm. 1, 2, 3, bumm. Oh, wir müssen mal eben kurz das Personal einstellen. Das wäre sonst echt doof. Ne? Bitte am Tag. So, und wir stellen ihn ein. Jawohl, alles gut. Er freut sich wieder, er hat wieder einen Job und kann wieder arbeiten. Der gute David. Dann muss ich einmal Folgendes tun. Ich muss eine Wand einreißen. Naja, ich sag ja, ist eine Spezialfolge. Ne? Also und, ja, das war jetzt doof, aber egal. Habt ihr mitbekommen, ne? Ich habe gerade ein Teil der Ausrüstung, der Ausstattung weggerissen, nämlich die zum Überprüfen der Augen, diese Sehgeschichte. Naja, egal. Arbeitszimmer. Um drei verlängern. Dann geht man hier rein, zack. Jetzt brauche ich noch einmal den Sehtest, genau. Den Sehtest, so. Ah, das ist so dämlich, wirklich. Also das ärgert mich wirklich, dass ich das hier auflösen muss, um den doofen Tisch da zu verschieben. Ist doch lächerlich, ehrlich. Jetzt muss ich es einmal auflösen, kann es dann verschieben und muss den dann wieder reinnehmen. Das ist doch total bekloppt, ehrlich.
Man muss doch mal einfach was umräumen können, oder? Naja, gut. Bauen wir jetzt erstmal um. 1, 2, 3. Ziehen wir mal eben eine Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommst du hier hoch. Bumm. So. Dann machen wir hier die Tür rein. So. Zack. Dann kommt das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Du kommst dahin. Hä? Habe ich das so? Habe ich so, okay. Kam mir jetzt irgendwie kam es mir verkehrt vor, aber egal. So, dann machen wir jetzt noch hier die Wand weg. Die Wand weg. Die Wand weg. Die Uhr haben wir auch abgerissen. Tatsächlich, die Uhr ist auch weg. So. Ich glaube, die ist hier drin. Nee, ist sie nicht. Da ist sie dabei. Hier, zack, da, Uhr. Dann noch die Uhr dahin. Fertig. Eins, dann ist das erste Zimmer schon mal verlegt. Ich muss den. Korridor da mal eben durchlegen. Ja, ist leider notwendig, weil nehmen muss ich gar nicht. Arztzimmer. Personal. Der David, fertig. Ne? Haben wir das erste Zimmer verlegt. Und es hat uns genau, ich glaube, $100 gekostet. Ne? Eine Tür. So, dann fangen wir hier gleich an und machen ihn gleich wieder unglücklich. Okay. Warum habe ich denn jetzt die Wände gelöscht? Frage ich euch. Warum mache ich sowas? Das war eine doofe Entscheidung. Naja, wissen wir es für gleich Bescheid. Das kann jetzt hier erstmal bleiben, weil wir müssen jetzt erstmal innerhalb des Systems. Und damit wir hier nicht wieder alles unnützerweise. Ah, du kommst dahin. Okay. Na, so. So. Dann. Du dahin, du dahin, du dahin. Dann müssen wir noch eine Wand ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal hoch, fertig. So, okay. Dann du. Kannst du eine Wand? Nein, sowas. So. So, so und so. Achso, und so. Audiometer wollen wir ja nicht vergessen. Dann können wir im Grunde das schon mal darüber stellen. Eine Tür. Ach, die hab ich wieder abgerissen, ich Blödmann. Okay. Gut. Dann kommt jetzt hier erstmal. Das Arztzimmer. Ne? Hier. Arztzimmer. So. Zack. Ah, wir brauchen eine Tür. Die soll hilfreich sein, habe ich mir sagen lassen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Man hört ja heutzutage viel, aber eine Tür sollte $30 haben wir ausgegeben. Okay. Aber eine Tür soll angeblich hilfreich sein. Keine Ahnung, aber wie gesagt, ne? Man hört ja heute viel. So. Dann machen wir hier doch mal den Boden rein. Auch hier hinten. So, da so. Genau. Und hier fehlt jetzt nur noch das Personal. Das basteln wir jetzt da auch rein. Tagsüber einmal bitte den Timo. Der Timo soll da rein. Okay. So, jetzt ist die Frage. Du kommst nach hinten. Hier kommt.
Hier möchte ich gerne den Durchgang haben. Ja, einmal hier Durchgang bis zu diesem, bis dahin. Also bis fast dahin. Müssten wir das alles um zwei verkleinern, das Röntgen. Das kriegen wir hin, weil der Raum hier muss nicht so groß sein, der Warteraum. Gut, dann machen wir hier die Wand weg. So, ja. Oh, da haben wir noch was. Was? Hallo? Oh, du kommst dann dahin. So. Na? Wollen ja keinem Arzt irgendwas klauen. Das liegt mir wirklich fern. Da muss ich einmal den Boden einmal. Das bleibt schon mal so. Das finde ich okay. Na? Das dunkle Rot, ja, das ist okay. Dann müssen wir das einmal komplett durchzeichnen. Weil sonst nimmt er das nicht an. So. Jetzt können wir das auch hier machen. Wir können das auch hier machen. Und nun machen wir das. Ne? Wunderbar. Die Ärzte haben wir alle. Die sind alle glücklich. Ärzte sind alle glücklich. Das ist schön. Korridor müssen wir hier nochmal durchzeichnen. Damit der Korridor auch glücklich ist. Ich stehe drauf, wenn meine Korridore glücklich sind. Und dann können wir anfangen, nachdem wir das jetzt hier soweit verlegt haben, alles ein bisschen stromlinienförmiger gemacht haben, dass wir hier rangehen an den Speck. Traumazentrum dahin. Hier habe ich die Ärzte. Also vom Platz her wäre es natürlich günstiger, wenn ich das Traumazentrum hier hin mache. Na? Und, oder die beiden Traumazentren, die kommen sollen, aber die können auch da oben sein. Und die Überwachung hier hin. Da kommt der Fahrstuhl hin. Wir müssen jetzt schon ein bisschen vorher überlegen, weil ich ja jetzt nichts groß aufzeichnen kann. Da kommt der Fahrstuhl hin. Ich möchte die ja hier ran, also die sollen zusammen. Da. Das. Und... Du da, hier da und da, ja. Also als erstes muss ich das Röntgen weghauen. Als erstes machen wir mal den Röntgenmenschen, die Röntgentante, unglücklich. Dann müssen wir ein wenig umbauen. Uiuiuiui. So, geht ja nun mal nicht anders. Wir müssen alles hier rausräumen. Und dann müssen wir als allererstes so alles, was mit Röntgen zu tun hat. Ja. Ich meine, viele kaufen ja neu, weil es einfacher ist. Ne? Weil es einfacher ist. Ja, du kaufst halt alles neu und haust den anderen Mist weg, hast ein bisschen Verlust, kommst dadurch schneller voran. Aber das ist nicht mein Spiel. So spiele ich nicht. Außerdem brauchst du dann auch das Geld dafür. Das kannst du im Grunde dann auch nur machen, wenn du vorher Schulden machst. Weil mit normalen
Mitteln kriegst du das nicht hin. Keine Chance. Ja, so. Dahin. Kannst du da dran. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Ist alles raus. Gut. So, da muss ich natürlich auch den Warteraum auflösen. Und dann müssen wir hier die Wände wegmachen. Und die Türen müssen auch weg. Weil die passen nicht mehr. Oh, was habe ich denn da? Ein Steuerelement noch. Okay. So. So. Alle Wände weg. Und hier kommt dann eine Wand hin. So. Dann reißen wir das hier ab. So. Bauen. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Bumm. Hier kommt ein Traumazentrum rein. Thomas. So. Ein Traumazentrum. Das zweite Traumazentrum. Ja, wir werden definitiv zwei benötigen. Das ist so. Ausstattung. Jetzt holen wir die ganze Ausstattung von da einfach mal hier hin. Dieser blöde Papierkorb, ne? So. Warum will dieses Teil nicht dahin? So. Müssen das alles ein bisschen anders aufbauen, weil das ist jetzt eine Fläche kleiner. Okay, geht so nicht. Dann machen wir das so. So. Und so. So. So und so. Tür. Dann auch bitte passend. Und den Boden. Das ist eigentlich okay. Also ich habe den sonst anders, aber kann man auch lassen. Auslastung fertig, zack, zack, zack. Dann können wir dann hier den Raum löschen. Na? Und komplett die Wände weghauen. So. Na? So, der zweite Raum kommt dann dahin. Auch da können wir eigentlich auch schon mal den Boden machen. So.
Und natürlich können wir auch hier den Boden machen. Ja, und so. Und so. So. Und einmal durchziehen. Fertig. Ja, du wirst jetzt auch erstmal so, ne? Also das wird sich gleich noch ändern. Jetzt haben wir erstmal das hier und jetzt möchte ich gerne den Überwachungsraum. Den Überwachungsraum, den möchte ich hier haben. Den werde ich aber nicht so bauen, sondern wir wollen ja Platz sparen. Ich möchte ja den Platz hier nutzen, um dort vernünftig eine Station noch hinzubauen, eine Normalstation hinzubauen, um Leute dort entsprechend unterzubringen für die Chirurgie. So, wir sind jetzt bei 6,8. Das geht eigentlich dafür, dass wir so viele Türen gebaut haben. Ist okay, ne? Glaube ich, kann man mit leben. So, wir bauen also hier, beziehungsweise wir haben die Wände alle gebaut. Die kosten das Geld. So. Dieser Raum ist 9 lang. Haben wir 3 und hier haben wir auch 3. So, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann kommt nämlich hier 1, 2, 3, 4. Da kommt der Aufzug hin. Ja? So, also 9 und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, ne? Wie immer, 5, zack, und 9, zack, die 3 Betten reichen ja. Haben wir ja festgestellt, dass das völlig okay ist, mehr müssen wir nicht haben. Ich ziehe schon mal durch. So. Gut, jetzt haben wir hier dann demnächst den Überwachungsraum. Den haben wir hier. So. Zack. Und jetzt müssen wir hier nur die ganzen Geschichten umbauen. Ich mache mal den Boden zuvor. Ist das albern, wenn ich hier das Parkett habe? Ich finde, das sieht eigentlich ganz schick aus. So, das sagt mir mal eure Meinung, was ihr davon haltet. Aber ich finde es ganz schick. Oder habt ihr alternative Vorschläge? Keine Ahnung. Immer gerne mit Informationen zu mir. So, das. Wir könnten dann für sich mal gucken, wie ich gleich den Eingang lege. Die Betten, wie die kommen, ist ja klar. Na? Zack. Ach. Nicht größer machen. Mach doch nicht sowas. So. So. Wie viel Geld habe ich? 5058. Ich mach mal eins. Ich will mal gucken, was der mir bringt, weil das sind ja die falschen. Das sind ja die alten Monitore, die ich da reingestellt habe. Normalerweise nehme ich natürlich nur für meine Patienten das Beste. Na, und zwar die verbesserten. Den noch? $799 bringt er. Muss ich 1-2 wieder drauflegen. Können wir aber auf jeden Fall machen. So. Na, so. Und so. Haben wir schon die Betten. Dann haben wir hier. Da
das ganze Equipment zum Bearbeiten. Ja. Du kommst noch hier hin. Na komm her. So. So. Ich glaube, das wär's schon, ne? Damit ist der Raum auch verlegt. Jo. Und jetzt müssen wir nur noch einmal, ich muss mal eben kurz, Moment. So, ich bin da wieder mal zurück. Mir ist gerade mein Mikrofonständer zusammengebrochen. Ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber ich habe hier noch nicht die optimalen Voraussetzungen geschaffen oder schaffen können. Da bin ich auch jetzt gerade erst dabei. Naja, da kann das schon mal passieren. So, passt auf, wo war ich jetzt? Ach so, ja. Ich habe überlegt, was ich denn jetzt überhaupt machen muss. Ne? Moment mal eben. So, ja, ist alles okay. Der hat ja nur 9. Ich wollte schon gerade sagen, der Raum mit der ist doch kürzer als der. Ja, ist auch alles gut. So, jetzt brauchen wir hier noch einen Zugang. Soll ich den hier machen? Hier machen? Da machen? Hier? Wo kommen die denn wohl? Kommen ja eigentlich hier aus der hier von da oder von da. Eigentlich wollte ich, wir können den hier hin machen. Den einen Zugang. Und dann machen wir auch noch hier einen. Na, es geht ja eigentlich nicht um Schönheit, sondern es geht ja um Praktikabilität. Dass das Ganze eben auch passt, gut zusammenpasst und miteinander harmoniert und optimal funktioniert vor allem. So, dann machen wir jetzt hier bin ich, genau, so, hier machen wir jetzt eigentlich erstmal nur die Türen weg. 2, 4 habe ich. Ach so, und den Raum können wir eigentlich auch mal eben auflösen hier, weil den haben wir ja jetzt da. Ne? Der kann weg. Gut, jetzt brauche ich Platz für meinen Röntgenraum. Erstmal mache ich die Wände hier länger. Ja. So. Und so, genau. Die andere Wand kommt hier weg. So, davon habe ich das alles schon drumherum. Alle Türen sich auf durchsichtig. Dann muss die Wand hier drin auch noch weg. Gut. Jetzt brauche ich erstmal den Raum für den Röntgenexperten, der muss 3 sein. Dann brauche ich den Raum 1, 2, 3. Ich glaube 3 reicht. Ich habe sonst 4, ne? 4, genau. Nummer 1, 2, 3. Der ist ein bisschen eng, ne? Ja, wir gucken mal, wie das geht. So. Also hier. Also es würde tatsächlich einer weniger reichen, ne? Aber wir sind ja so verschwenderisch mit unserem Raum. Wir machen das. So.
Komm du mal her. Dich baue ich dahin. Dich baue ich dahin. Dich baue ich hierhin. So. Ein Blümchen haben wir noch. Das ist aber eigentlich vom Nee, das ist hier. Hier ist das auf jeden Fall. So. So, dann brauche ich Türen. Einmal für den Röntgenraum. Einmal. Achtung, hochradioaktiv. So. Ja. Zack. Und dann einmal Eingang nur für Bevollmächtigte sozusagen. Ja, aber müssen wir mal auch den Röntgenraum definieren. So. Einmal Röntgen, ne? Fehlende Ausstattung. Ja, ich weiß, dass da noch Ausstattung fehlt. So, Glaswand. Eins. Zwei. Drei. Du kommst wieder hier hin. Und natürlich müssen wir uns die Röntgenbilder auch anschauen können. Das machen wir hier. Nee, wisst ihr was? Das mache ich hier hin. So. Gut, dann haben wir noch unseren kleinen Warteraum. Da machen wir jetzt hier so ein kleines Türchen rein. Na, dann können wir auch schon mal kennzeichnen. Nee, vorher machen wir den Raum mal hier fertig. Ich habe ja, warum auch immer, ne, hier ist ja klassisch immer schwarz. Und hier machen wir schön Laminat. Und hier machen wir natürlich klassisch Parkett. So, dann mache ich hier noch einen Warteraum raus, ein Wartezimmer. So. Und dann brauchen wir einmal das. Und das. 2, 3, 4. Wir müssen also ganz außen anfangen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Guck mal. Na, dafür reicht es auch noch. Oder war das hier aus dem Raum? Ich weiß das gar nicht mehr. Ne, der war hier, ne? Der stand hier so in der Mitte. Das geht? Ah ne, das geht nicht. Komm Leute, das geht wirklich nicht. Macht euch nicht lächerlich. So. So, und dann gibt's hier noch eine Uhr. Das Außending. Über dieser Tür kann ich die Uhr doch hängen. Aber gerade ging es nicht. Okay. Da geht es auch nicht. Wir packen die Uhr hier hin. So, dann haben wir hier noch zwei Poster zum Lesen. Das passt da, passt nirgendwo mal hin. Ja, dann würde ich sagen, ne? Die Blume packe ich da hin und der Rest wird verhökert. Fertig. Toller Scheiß. Ja, was soll uns da so aufregen? So, dann haben wir den Umbau fertig im Grunde. Nicht nur im Grunde, wir haben ihn fertig. Ich ziehe noch eine Wand, die finde ich wichtig. 1, 2, 3, 4. Hier. Ja,
Weil hier kommt der Aufzug rein für die nächste Etage. So. Ja, ist meistens so, dass der Aufzug für die nächste Etage ist. Ich weiß, ja. Hin und wieder rede ich halt Stuss, aber das kennt ihr ja. So, dann machen wir hier noch. So. So. Na? Und dann muss ich noch hier wieder. Na, das ist okay. Aber hier muss ich wieder neu ziehen. So. Ich muss einmal hier den grünen Strich auch neu ziehen. Bis dahin. So. Wunderbar. Haben wir das doch fertig. Sieht doch ganz ordentlich aus, ne? Wenn wir uns das so eine Totale angucken. Ich muss mal eben Arbeitsplätze verteilen, ne? So. Dann ist der auch besetzt. Aber der soll nicht in der Nacht besetzt sein. Nein, ich möchte gerne, dass der am Tag besetzt ist. Genau. Schön. Hier haben wir in der Nacht. Das sind die Reinigungskräfte. Dann ihr beide, das ist okay. Ansonsten haben wir nichts. Und tagsüber haben wir ein bisschen mehr. Na, so soll das sein. Ja, ich würde sagen, da kann man erstmal mit leben. Wir haben hier jetzt, ne, einen geraden Weg hoch. Hier haben wir sofort das Traumazentrum. Das ist übrigens, das sieht optisch, sieht das aus, als wäre der obere Raum, ne, irgendwie größer als der untere. Ist er nicht. Ja. Ist eine optische Täuschung. Ne? Also wir haben hier 5 und hier auch. Ne? Falls jemand meint, der Raum hier wäre größer, der graue als der blaue, ist nicht so. So, ja, hier haben wir dann alles soweit. Das haben wir verlegt. Wir haben hier 2 Zugänge, da können wir auch mit leben. Wir müssen jetzt hier nur noch den Korridor ein bisschen anpassen. Na? So. Und dann haben wir hier auch überall alles. Es sind bessere Zugänge. Ne? Man hätte jetzt natürlich das alles noch ein größer machen können, den Korridor ein weiter, alles ein bisschen weiter hoch, dann hätte man hier einen glatten Durchgang auch noch. Na? Weil ich kann den hier nicht bauen, weil ich diese Felder nicht bebauen kann. Aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Ja, da können wir dann auch das noch irgendwie anders anpassen. Aber wir sind jetzt zeitmäßig natürlich schon weit fortgeschritten. Ist ja auch eine Spezialfolge für den Umbau. Jetzt mache ich noch eins. Ich passe hier noch eben die Chirurgie an. Ja. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Also hier haben wir jetzt die Überwachung. Da haben wir einen Teil der Station. Ich mag das an und für sich nicht, wenn das so auseinandergezogen ist. Wirklich nicht. Aber es lässt sich jetzt aufgrund der Anordnung, die ich hier vorne gewählt habe, und die war einfach Müll, das habe ich ja nun mehr als ausführlich nun schon auch gesagt, lässt sich das eben nicht verhindern, weil sonst nutzen wir den Raum nicht optimal und haben einfach ein Riesenproblem, alles vernünftig unterzubekommen. Später dann, wenn der Röntgenraum nach oben gewachsen ist, gewandert ist, eine Etage. Ich stelle mal jetzt so lange, wie wir noch keinen. Na, solange wir noch keinen. Fahrstuhl haben, können wir das erstmal dahin stellen. So, später, wenn der Raum weg ist, dann ist das wieder kein Problem. Dann können wir nämlich den hier, diesen Raum wieder dahin legen. Dann gewinnen wir den Platz hier und dann kann man noch mal das ändern. Ist aber was für die Zukunft, nicht für jetzt. So, jetzt, wir haben also hier, haben wir die Überwachung. Oh, Moment. Heute haben wir aber echt alles drin, was wir so drin haben können. Ne? Jetzt ist auch noch das Telefon gegangen, weil ich Depp das nicht zurückgestellt habe, ausgestellt habe. Meine Fresse, nee. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, wir waren im Baumodus. Ne? Ich wollte also hier an für sich was bauen.
Und so, wir haben das, wir brauchen noch die Normalstationen. So, Cardio habe ich da, das habe ich da. Jetzt gibt's mal ganz neue Möglichkeiten. Jetzt, wo wir den Raum hier, ne, angepasst haben und diesen ganzen Bereich gewinnen, können wir durchaus noch. Ja gut, die ist natürlich relativ groß, die Normalstation. Mal schauen. 1, 2, 3. Machen wir mal Pia. So und so. Das sind 12 auch. Guck mal. Normalstation. Zack. Hier soll der Gang durchlaufen. 3.2, 4, 6. 1, 2. Ja, eigentlich brauche ich 7. Das passt auch so nicht. Die Normalstation braucht 7. 1, 2, 3. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Also das würde theoretisch würde das gehen. Das würde theoretisch würde das tatsächlich gehen. Fahrstuhl, das da, das da, weil ich kann ja hier einen Eingang machen und hier einen Eingang. Ist ja kein Problem. Das hier ist ja Überwachung. Dann hätte ich 12 Zimmer, 12 Betten. Also 10 sind schnell voll. Das kann ich, das weiß ich. Hätte noch mal zwei mehr. Oder wir machen das noch ein bisschen anders. Machen die mal weg. Wir könnten ja auch noch ein bisschen, ne, Überwachungszimmer haben. Ich hätte an und für sich hätte ich gerne eins mehr. Überwachungsstation machen wir mal hier hin. Ich brauche nur 5. So. Na? Dann könnten wir die Normalstation und 7 hier hinbauen. Ne? Erstmal, also jetzt haben wir erstmal das platztechnisch besser gelöst. Mal erstmal vor, ne? So, ne? Hier kommt noch ein Gang durch, ne? Hier kommt noch ein Korridor durch und hier kommt ein Korridor, bumm, und hier hätten wir die Wachstatt. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ganz ehrlich, das ist echt ziemlich geil. Der OP hat 8 mal 7. Weißt du was? Ich brauche ja, ich habe hier 4, ich habe hier 4.
Sind 8. Ich bräuchte hier 4 nicht. Das heißt, ich könnte hier 6 noch rausräumen, 6 Zimmer. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Raum auch noch hier runter zu kriegen. Ist da deswegen. Aber dann ist doch egal, scheiß drauf. Wir lassen das so. Wir lassen hier die drei Normalstationen, die sind auch super zu erreichen für unsere Schwestern. Haben hier den Überwachungsraum, der ist nicht weit zu den Diagnostikräumen und zur Cardio und auch hier zum Sonar. Das ist alles in erreichbarer Nähe. Der Aufzug wird dann hier sein und wir haben hier noch einen Korridor. Der geht dann. Moment, der Korridor geht dann einmal hier durch. Der geht einmal hier durch. Der geht bis hier hin. Und der Korridor der Ambulanz. So, Moment. Korridor nicht empfangen. Den bauen wir dann natürlich hier ein bisschen höher. Na. So. Fertig. Fertig ist der Umbau. Ha? Ist doch eigentlich echt okay. Hier, wie gesagt, kommt der Fahrstuhl hin. Ich glaube, wenn wir uns das so anschauen, da kann man schon mit leben. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ja. Ich habe immer noch keine Toiletten geplant. Du kackst die Wand an, das ist nicht wahr. Seht ihr das? Ich meine, ich habe hier Toiletten, ich habe da Toiletten, ich habe da Toiletten. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet im Krankenhaus und permanent kommt irgendein Arzt rein und kackt euch da was rein in eurem Zimmer. Habt da auch keinen Bock drauf. Na? Also. Das ist doch wahr. Aber das ist ja eigentlich gelöst, das Problem. Ich habe ja gesagt, eigentlich reichen mir 10 Betten. Na? Hatte ich ja gesagt, ganz klar. Dann nehme ich die hier irgendwo raus. Soll ich die hier rausnehmen? Dann kommen alle, glaube ich, besser dran. Ne? Wäre schon ziemlich groß. Ne? 2, 2, 3, 4, 5, 6. Also das wäre aber eine Prunktoilette. Die wäre ein bisschen groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich sag ja, das ist hier nicht, es ist nicht wirklich glücklich geplant. Das Labor habe ich schon großzügig angelegt. Ich könnte den OP. Aber wenn ich den. Wozu soll ich den noch größer machen? Ist ja völlig irre. Haben wir hier, haben wir da, haben wir da. Naja, ich könnte jetzt hier eine Toilette noch einbauen. Und hier, aber das will ich auch nicht, weil ich möchte gerne hier Zugänge haben. In die Zimmer, zumal das werden ja Einzelzimmer oder Doppelzimmer. Ja, dann müssen wir tatsächlich warten, bis dann irgendwann mal hier der Röntgenraum weggewandert ist. Wir das hier umgelegt haben, dann können wir das hier auch nochmal alles anders gestalten. Dann kriegen wir da auch Toiletten hin. Und solange haben wir hier Toiletten. Wir haben ja überall Toiletten. Auf den Zimmern sind ja überall welche. Das ist dann nicht das Problem. Dann lassen wir das so. Ja, ihr Lieben, so sieht es dann aus. Ich mach's nochmal. Ja. So, beziehungsweise
Vielleicht kann man das so ganz gut sehen, wenn ich hier drauf gehe. Ja? So wird die Ansicht sein. Also das, was rot und grün ist, ist jetzt schon fertig. Ja? Und ihr seht dann den Rest vom Schützenfest, der dann noch so bleibt. Eben mal schauen, habe ich hier. Nein, habe ich. Also belassen so, ne? Das, so sieht es also aus. Diese grauen Felder hier, die sind alle neu geplant. Also die eigentlich ist das nur neu geplant. Nee, das und dann gehst du mal auf diese Ansicht. So. Hier seht ihr dann, wie das Ganze aussehen wird, wenn es fertig ist. Sagt mir mal eure Meinung. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Ja, also, ne, hier konkreter Durchgang, der geht ganz durch. Der Durchgang hier. Hier ist Traumzentrum, das Traumazentrum. Hier haben wir die Ärzte dazu, die entsprechend den Bereich hier versorgen. Wir haben hier nochmal einen Durchgang, der durchgeht. Das ist einfach einfacher für die Patienten, dass sie also hier direkt rankommen. Auch wenn sie vielleicht hier eingewiesen werden, haben sie hier direkt einen Durchgang in die Chirurgie. Ja, ansonsten haben wir hier alles relativ zentral. Der Weg für die Schwestern zum Aufenthaltsraum ist, glaube ich, jetzt auch machbar. Ne? Ich glaube, da bricht man jetzt auch nicht zusammen. Wichtig ist auch, der Weg vom Labor zu den Räumen hier ist kurz, ne, wo sie gegebenenfalls mal was abholen müssen oder irgendwelche Tests hinbringen müssen, damit die mir nicht so schnell erschlafen, die Leute. Ja, und dann haben wir hier noch den Aufgang. Sagt mir mal eure Meinung, wie ihr es findet. Ich finde, ist ganz gut geworden so. Ja, so, jetzt bin ich aber auch fertig. Ich sage noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und nächste Folge werden wir dann wieder Geld verdienen und zusehen, dass wir das, was wir jetzt im Moment nur geplant haben, auch mit Leben füllen, sprich ausbauen. Ja, okay, bis dahin. Macht's gut. Habe ich jetzt alle Plätze belegt? Nicht, dass ich jetzt irgendwen, also hier haben wir alles belegt, ne? Also, dass ich irgendjemand vergessen habe. Die der Röntgenraum ist ja auch wieder besetzt. So, tagsüber. Hier haben wir nur alles verlegt, das haben wir nur geplant. Alles klar, alles gut gelaufen. Gut, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao, euer Alien. Tschüss.